Und jetzt wird spannend. Beim Thema Information, die wir selber konsumieren. Wenn wir uns diese drei Fragen stellen, dann hat das eine unglaubliche Nebenwirkung. Kommunikation, ein absoluter Traum. Wenn du dir diese drei Fragen stellst, bei allem, was du kommunizierst, also wenn du Information von dir nach außen gibst oder wenn du Information konsumierst, wenn du dir diese Fragen stellst, dann hat das eine wunderbare Nebenwirkung. Die erste Frage, zum Beispiel, wenn wir Information von uns nach außen geben, können wir uns fragen, ist es wahr? Ist es echt wahr? Oder habe ich es nur von jemandem gehört, der es auch wieder nur von irgendjemandem gehört hat? Und ich habe das Gefühl, nein, es ist schon nicht mehr ganz wahr. Und ich selber würde vielleicht auch wieder etwas dazu tun, damit ich mich selber profiliere. Du weißt, wie das ist. Stille Post und so weiter. Also die erste Frage, ist es wahr? Die zweite Frage, ist es notwendig? Ist es notwendig, dass ich diese Information jetzt nach außen gebe? Und die dritte Frage, ist es nicht nur wahr, ist es notwendig und ist es freundlich, ist es wertschätzend, aufbauend und stärkend? Ist es das? Wenn alle diese drei Faktoren in einer Information enthalten sind, dann gib sie raus, denn dann stärkt diese Information nicht nur dich, sondern auch andere. Und jetzt wird spannend. Beim Thema Information, die wir selber konsumieren. Wenn wir uns diese drei Fragen stellen, dann hat das eine unglaubliche Nebenwirkung. Zum Beispiel beim Thema Nachrichten. Fragen wir uns, ist es wahr? Ich weiß es nicht. Ist es notwendig? Ja, vielleicht. Ist es aufbauend, wertschätzend und stärkend? Ja, das musst du entscheiden. Und vielleicht kommt bei diesen drei Fragen, wenn du zum Beispiel Nachrichten konsumierst, dann für dich selber der Impuls und du sagst, okay, ich schaue jetzt einfach um 30 Minuten weniger pro Tag. Nachrichten zum Beispiel. Weniger solche Meldungen, die eben vielleicht wahr sind, die vielleicht notwendig sind und die nicht aufbauend, stärkend und wertschätzend sind. Und 30 Minuten weniger Nachrichtenkonsum bringt zusammengerechnet, was glaubst du? Denn Nachrichten können wir nicht mehr ändern. Wir können nichts dagegen tun oder dafür tun. Allerdings Nachrichten können mit uns einiges machen. Sie können uns verunsichern. Sie können uns aus unserer eigenen Orientierung bringen. Sie können unseren Fokus verschieben, dass wir nicht mehr auf uns schauen, sondern auf alles, was scheinbar wichtig ist. Und sie können uns auch erfolgloser machen. Und wir glauben dann noch, dass die Welt schwierig, kompliziert und schlecht ist. Ist sie das wirklich? Schau dich um. Ist sie das wirklich? Es sind 15 Tage. 15 Tage pro Jahr gewinnst du, wenn du pro Tag zum Beispiel um 30 Minuten weniger Nachrichten konsumierst. Denn ganz im Ernst, in 10 Minuten oder in 12 Minuten hat man eigentlich alles gesehen. Man weiß eigentlich, was Sache ist. Wo auch immer man sich informiert, man muss nicht stundenlang Nachrichten schauen. Würde mich sehr freuen, wenn du das für deinen Erfolg, für deine Klarheit, für deine Kraft, für deine Entwicklung nutzen kannst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bitte!